Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Erznet, dem regionalen Telefon- und Internetanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Weiter bieten wir Ihnen den Installations- und Anschlussservice, die kostenlose Rufnummer und Mitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer, einen einfachen Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonieflat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zu Erznet. Einfach im Internet unter www.erznet.tv. Hallo liebe Zuschauer, hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist MEF Kompakt. Mein Name ist Tobias Körner und ich habe für Sie die Nachrichten und Veranstaltungshinweise für unsere Region für die kommenden Tage. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und darüber hinaus habe ich noch einige interessante Informationen vom Statistischen Landesamt, denn die beschäftigen sich immer wieder mit interessanten Dingen, wie beispielsweise: Wie viel Geld steht den 2,15 Millionen Haushalten in Sachsen zur Verfügung? Oder wie hoch ist die Verschuldung dieser Haushalte? Tja, damit beschäftigt sich die Statistik. Oder wussten Sie beispielsweise, dass 8 von 100 Haushalten kein eigenes Mobiltelefon besitzen? Oder dass 61 von 100 Haushalten mit Gas heizen? Tja, mehr solcher Informationen finden Sie im Internet unter www.statistik.sachsen.de. Der 8. August, liebe Zuschauer, kann für Sie karibisch werden, obwohl Sie im Erzgebirge sind. Und das ist ganz einfach. Besuchen Sie lediglich ab 18 Uhr das Aquamarin in Marienberg. Bis Mitternacht wird man Sie dann mit karibischer Stimmung und Musik dem Alltag entreißen. Und natürlich ist für das leibliche Wohl auch bestens gesorgt. Und sogar ein Grill mit Köstlichkeiten wird in Stellung gebracht. Alles in allem, raus aus dem Alltag und rein ins Aquamarin am 8. August zur karibischen Nacht. Am 11. August in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr können Interessierte im Park der Baldafüller sich mit dem alten Handwerk des Filzens beschäftigen und, wenn man so will, Tuchfühlung damit aufnehmen. Unter dem Motto Sommer, Sonne, Blumenzauber werden Blüten gefilzt. Die Kursleiterin ist Bettina Hunger und freut sich auf Ihren, auf euren Besuch. Eine Voranmeldung wird erbeten und das geht ganz einfach telefonisch unter 03735 22 045 oder im Internet unter www.baldauf-villa.de. Noch eine Meldung erreicht uns aus der Baldauf-Villa, ein kleiner Hilferuf sogar, denn es werden Statisten gesucht für das Theaterstück Das Buschgespenst. 3 Aufführungen sind geplant und es werden noch kleine Rollen vergeben, wie zum Beispiel Pascher, Schmuggler, Grenzgänger und andere interessante Teile bzw. Rollen können noch ausgefüllt werden. Wenn Sie Interesse haben, dann melden Sie sich einfach per E-Mail unter info@baldauf-villa.de. Die Leute freuen sich auf Sie. Im Vorfeld des 14. Treffens sächsischer Schützenvereine am 29. August zum Schloss- und Schützenfest in Zschopau informiert diese Ausstellung über die Geschichte des Schützenwesens in Mitteldeutschland. Dabei sind Exponate aus der Geschichte, aus der Entwicklung und des Schaffens der Schützengilde zu sehen. Die Ausstellung können Sie anschauen vom 8. bis zum 30. August. Schloss Wildeck im Roten Saal in Zschopau und das jeweils von 10 bis 17. 10 Uhr. Die Seifner laden zum Wilsbachfest auf den Sportplatz nach Obersaifenbach ein.
Für den 7. und 8. August hat man extra dafür ein buntes Programm zusammengestellt. Freitag geht es los ab 20 Uhr mit Live-Musik mit Frankies Liederkiste. Ab 20.30 Uhr dann ein Fackel- und Lampionumzug mit anschließendem Lagerfeuer. Am Samstag geht es schon 14.30 Uhr los. Ein bunter Nachmittag voller Spiel, Spaß und Humor. Ab 17 Uhr das Warm-up mit der Diskothek Light Dance und dann ab 20 Uhr geht es im Zelt richtig rund beim Konzert mit Kevin Cash and the Kettlemans. Und die gute Nachricht, und da freut sich nicht nur das Herz, sondern auch der Geldbeutel, der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei, also nix wie hin. Am 8. August gibt es für euch, liebe Kids, was ganz Interessantes in Olbernhau-Grüntal, nämlich 13 Uhr. Könnt ihr euch schon einmal dick anstreichen. Die Zeitreise in die vergangenen Jahrhunderte führt euch zu den bedeutendsten Plätzen der Saigerhütte, wie zum Beispiel die Hüttenmauer, dem Arbeiterwohnhaus mit Spinnstube, der Münzpräge sowie der Hüttenschule. Und natürlich wird auch der große Kupferhammer in Betrieb genommen. Hautnah und spielerisch könnt ihr erleben, wie die Menschen früher gelebt, gearbeitet und gelernt haben. Und ihr könnt sogar eure eigene Münze selbst prägen und einer Spinnerin über die Schulter schauen. Alles in allem eine sehr, sehr interessante Führung mit Spaß und Action in den Ferien. Obwohl Ferien sind oder genau deshalb, wird in den Gymnasien in Marienberg und Zschopau mächtig gewerkelt. Denn schließlich will der Landkreis diese und auch andere Bildungseinrichtungen bis zum Ferienende auf Vordermann bringen. Im Gymnasium Marienberg gibt es Malerarbeiten in den Fluren und teilweise Türerneuerungen. 28.000 Euro stehen hier zu Buche. Im Gymnasium Zschopau gibt es ebenfalls Malerarbeiten. Dort stehen 35.000 Euro zur Verfügung. Und obendrauf gibt es noch neue Fenster für 50.000 Euro. Wie gesagt, bis zum Ferienende sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Und abschließend haben wir noch einen Veranstaltungshinweis für Sie. Auch 2015 findet es wieder statt. Das legendäre Floßplatzfest bei Wolkenstein mit einer Vielzahl von Highlights. Und da wären unter anderem zu nennen die Oederaner Blasmusikanten, Schallmainkapellen aus Groß-Olbersdorf, Milkau und Steinbach, das verrückte Schubkarrenrennen und abends greift die Band Bumerang mächtig in die Seiten und rockt das Zelt ab 20 Uhr am 8. August. Das genaue Programm finden Sie im Internet unter www.flussplatz-und-freunde.de. Und wir drücken euch, lieben Veranstaltern, die Daumen, dass das Wetter passt. Und das bringt mich auch schon zu unserem nächsten Punkt und einer Wetterweisheit. Am 10. August ist Laurentius und der Bauernkalender besagt, kommt Laurentius daher, dann wächst das Holz nicht mehr. Das bedeutet praktisch, dort hören die Bäume auf zu wachsen und die Blätter nehmen so nach und nach herbstliche Farben an. Tja, uns kann es egal sein, solange das Wetter passt. Und hier ist es, das Kompaktwetter. Der August beginnt mit angenehmen Temperaturen zwischen 23 Grad als Maxiwert und 10 Grad minimal. Dabei zeigt sich der Himmel in der ersten Wochenhälfte wolkig bis leicht bewölkt mit gelegentlichen Schauern. In der zweiten Wochenhälfte präsentiert sich das Firmament nahezu wolkenlos und die Sonne schraubt die Temperaturen auf mittelmeerverdächtige 33 Grad. Achtung, es können sich dann örtlich Gewitter zusammenbrauen. Ob der Wettertrend weiter anhält, das erfahren Sie nächste Woche. Ja, liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Das war MEF Kompakt. Die Hinweise für die Blitztipps, die finden Sie im Internet unter www.mef-line.de und auf Videotexttafel 112. Haben Sie uns verpasst? Dann tun Sie es wieder. Uns anschauen, meine ich natürlich. Sie haben täglich die Chance, 6 Uhr, 8 Uhr, 13 Uhr, 20 Uhr und 23 Uhr. Sollten Sie es dann immer noch nicht geschafft haben, kein Problem. Gucken Sie im Internet bei YouTube und Facebook. Jetzt verabschiede ich mich, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und entlasse Sie vorerst mit dem wohlwollenden Hinweis.
Egal, was Sie auch immer tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Tschüss. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Erznet, dem regionalen Telefon- und Internetanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Weiter bieten wir Ihnen den Installations- und Anschlussservice. Die kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer, einen einfachen Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonieflat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zu Erznet. Einfach im Internet unter www.erznet.tv.